Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario, der alte Sack von Holzton TV. Und ich wünsche euch wie immer gute Unterhaltung und viel Spaß. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Skyrim 2, eine lange Reise. Das 2 werde ich jetzt nicht immer dazu sagen, ist jetzt nur mal am Anfang. Und natürlich werden sich wahrscheinlich auch viele, die das schon vorher mitverfolgt haben, werden mich wahrscheinlich für bekloppt halten, warum man bei aktuellem Stand von Skyrim 379 hochgeladenen Videos auf einmal doch nochmal von vorn anfängt. Der Grund ist ganz einfach der, dass ich eine innere Unruhe hatte. Ich war mit mir selbst nicht zufrieden in Bezug auf Teil am Anfang bei der anderen Reihe. Die Tonqualität am Anfang war Mist. Die Videos waren zu lang. Dann andauernd der mit den Thumbnails, die habe ich ja dreimal geändert. Und das war so aufwendig. Ach ja, und mit den Erkenntnissen, das ist nun mal blöd, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt. Man möchte es natürlich richtig machen und macht alles falsch. Und den Rest holt man sich an Informationen aus dem Internet. Und das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Und wer es verfolgt hatte, bei der anderen Reihe gab es ja so wenig Aufrufe, sodass auch gar kein Feedback zurückgekommen ist. Ich wusste also gar nicht, was ich richtig oder falsch gemacht hatte. Und deswegen habe ich mich jetzt hier reingelesen gehabt und versuche in dieser Reihe die Erfahrungen der Fehler hier nicht mehr zu wiederholen. Diese Reihe wird mehr questorientiert sein. Natürlich werden wir rumreisen, aber wir reisen weniger fern. Das heißt, wir laufen mehr, konzentrieren uns auf die Quests, auf die jeweiligen Quests. Die werden dann auch so im Titel angezeigt und nicht wie vorher immer die Anreisepunkte. Ganz einfach aus dem Grund, weil wenn jemand in Skyrim was sucht, dann sucht er nach Quests und nicht nach einem bestimmten Ort unbedingt. Ja, das war also der Beweggrund, warum wir dann komplett nochmal neu anfangen. Dementsprechend müssen wir natürlich auch unseren Charakter nochmal neu machen. Und ihr seht gerade, ich bastle mir gerade eine neue Fusilla. Weil dem Trend wollen wir natürlich treu bleiben. Wir sind und bleiben die Hot 5. Der Unterhaltungswert soll da bleiben. Und ich hoffe, das tut eurem Spaß dann keinen Abbruch. Also ich denke, dass im Großen und Ganzen mehr Gewinn ist für alle. Wie gesagt, Bild- und Tonqualität ist jetzt besser. Ich habe die Grafik hochgeschraubt. Dementsprechend ist die Verarbeitung und Bearbeitung natürlich länger. Dann achte ich jetzt noch mehr drauf. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen war. Ich hatte ja auch bei den alten Videos die Übergänge von einem Raum in den anderen, wenn verschlossene Türen waren, wo ja sonst immer hässliche schwarze Anzeigen waren, die vielleicht mit kleinen Tipps gefüllt waren. Die hatte ich ja immer rausgeschnitten, aber leider auch nicht immer. Da werde ich auch mehr drauf achten jetzt, weil warum soll ich euch schwarze Felder zeigen? Dazu sitzt du bestimmt nicht da. Schwarze Felder kann man sich auch anders angucken. So, jetzt habe ich erstmal keine Luft mehr. Ich mache mal den Charakter kurz weiter und melde mich gleich wieder, ja? So, hier bin ich wieder. Ein bisschen was rumprobieren, aber ich bin mal lieber ein bisschen vorsichtig, weil, wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ich habe da auch schon mal viel Scheiße gebaut mit. Ich gucke also nur mal. Ich will das wieder zurückstellen.
Hallo? Auf null soll das. Naja, aber manchmal. Okay. Gut. Ja, Haarfarbe möchte ich ein richtig dunkles Schwarz haben. Ich hatte schon mal eher so, aber das kommt schon eher hin. Das schon eher so speichern. Kann ich das da klicken? Ne, muss ich mit Tastatur machen. Aha. Immer noch Augenfarbe noch. Noch ein bisschen breiter machen. Das Gesicht. Wo ist das denn? Wo ist das Gesicht? Ach so, am Kopf. Ja, nee, hinterm Kopf. Vor dem Kopf. Gesicht ist ja vor dem Kopf. Na, am Kopf, aber mein Gott. Kopfform selber nicht. Gesicht, wo will ich? Ich will da ein bisschen um den Mund rum so breiter machen, wisst ihr? Ja, so was. Geht das? Noch ein bisschen. Doch, ich glaube schon besser, oder? Ja, ich fällt mir schon besser. So, Augen. Brauche machen wir gar nichts. Die Augenfarbe will ich noch anders machen. Das sieht so komisch aus. Das sieht so fast aus wie. Sieht so künstlich aus. Das sieht aus wie Glasaugen, ey. Ich kann mich erinnern, damals Puppe von meiner Schwester, die hatte solche Augen. Deswegen sieht das immer unnatürlich aus, ne? Mund ist auch nicht so einfach. Der Charakter ist ja schon wichtig. Man rennt ja nur sein Spielerleben lang damit rum. Na gut, ehrlich gesagt, meistens wird man ja den Hintern sehen, denn man spielt ja in der dritten Person, aber ein hübsches Gesicht soll er trotzdem haben. Weil selbst wenn man hinten drauf guckt, man weiß ja trotzdem, wie man von vorne aussieht. Und wenn da was nicht in Ordnung ist, das ist ja wie, als wenn du Risse in der Tapete hast und du weißt es, aber machst es nicht weg. Oder? Ne? Das lässt einem ja dann ja, auch keine Ruhe. So, also soll schon schön sein. Ach so, ja. Ja, wie gesagt, die Videos sind jetzt auch kürzer. Das war ja in einer anderen Reihe auch. Zuerst waren sie ungefähr 30 Minuten, dann hatte ich sie bei 20 Minuten. Und jetzt habe ich rausgekriegt, dass so um die 10 Minuten rum wird wohl lieber gesehen. Ist eben Geschmackssache, weil ich habe auch lieber ein dickes Buch als fünf kleine. Aber wenn es lieber so gesehen wird, dann mache ich das natürlich so. Weil es nützt einem ja nichts, wenn man was macht und keiner kriegt es mit. Denn dann ist er mir wieder nicht geholfen. Vielleicht nützt es ja was. Wir beginnen natürlich. Wir beginnen natürlich mit Live Another Life, also lebe ein anderes Leben in der Gefängniszelle. Das wird gewertet als unsere zweite Chance. Und sprechen dann mit der Mara-Statue. Approach, my child, and choose where your new life shall begin. So, am besten ist, weil ich will. Ich will ja nach Helgen Which zuerst. inn are you a patron of? Und deswegen lasse ich mich da in einer Kneipe in Helgen. In Helgen bin ich doof. Im Flusswald.
Even the lowest among us can rise to greatness. So. Unser neues Leben beginnt also in Flusswald in der Kneipe. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Jo. So, wir haben natürlich... Ogner! Ogner! Hört ihr zu! Es ist schwierig, das nicht zu tun. Die Kommentare sind geil, oder? Das Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauen müssen. So, wir spielen auf... Wer habt ihr mich gehört? Wir spielen was benötigt auf dem Schwierigkeitenmeister. Haben selber noch, natürlich noch nichts auf dem Kasten. Und nehmen uns, da wir ja uns die Hot Five nennen, nehmen wir uns hier schon mal ein paar Girlies mit. Geht voran. Wenn sie denn mitkommen, das muss ich mal sehen. Die Getreidevorräte ja. Gehen wieder zur Neige, Ordner. Oh, Mehl wird alle. Ja. Und? Ich gebe euch Deckung. Darum? Mache ich das nicht immer? Ich kann euch wohl nicht dazu überreden, euch jetzt gleich darum zu kümmern. Was meint ihr? Nein. Nein. Nun, Fähigkeit ist eine Zier, so heißt es ja wohl. Ja? So. Es ist ein schöner Tag. Geht voran. Ja, das ist schön, siehst du. Ja. Schönes Schwert hat es auch, gebogene Schwerter. So, wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe gar nicht mitgezählt. Holzton TV, Skyrim. Das etwas andere Let's Play.